Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht es im Hintergrund, wir spielen heute nochmal. Ich habe noch nie in Fortnite, ihr seht es eigentlich nicht im Hintergrund, aber wir spielen heute, ich habe noch nie in Fortnite, Leute, zusammen mit André, was geht? Hast du Bock auf Schweinefleisch? Nee, gerade eigentlich nicht, danke. Ach, dann zusammen mit Odemann, Leute, was geht ab? FBI, open up, open up! Open up. Ja, Digga, ja, geh du mal weiter. Und zusammen mit MVK, Leute, was geht ab? Ja, was geht? Ich meinte, oh, Hilfe, ich bin weggezogen. Bruder, lass einmal bitte go machen. Ja, Leute, ich würde sagen, Erklärungspart und los geht's. Okay, Leute, willkommen zum Ich hab noch nie Modus in Fortnite. Wir sitzen im Hintergrund, wir spielen heute auf dieser Map hier. Sieht eigentlich ganz simpel aus. Also, wir haben verschiedene Podeste. Auf die kommt es gar nicht so schwer drauf an, sondern eher auf die Lichter, die am Rand sehen, Leute. Ihr seht da so Strahler, die von unten nach oben strahlen mit verschiedenen Farben. Und ihr seht es auch schon, die Farben kennt ihr wahrscheinlich alle, Leute. Es geht nämlich ganz vorne los mit der Legendary-Farbe, so Gold-Orange. Danach mit Episch, Blau, Grün und im Endeffekt Grau, Leute, für quasi das Allerschlechteste. Und das Ganze wird so gespielt, wir stellen uns gegenseitig Ich hab noch nie Fragen, zum Beispiel, ich hab noch nie, keine Ahnung, Luft geatmet. Und wenn ihr Luft geatmet habt, müsst ihr dann quasi ein Podest weiter nach vorne springen. Und dementsprechend, umso weiter ihr nach vorne springt, umso schlechter werden eure Waffen, die ihr dann am Ende bekommt, Leute. Also umso schlechter wird dann die Farbe. Ihr seht es ja dann immer rechts, wo man gerade steht. Denn da, wo wir am Ende stehen, in der Farbe kriegen wir auch Waffen fürs Finale. Denn das wird dann in der Arena noch gemacht, Leute. Da ist alles erlaubt, bauen, dies, das. Das Besondere ist, bei der Farbe, bei der wir stehen, dürfen wir nur eine Waffe holen. Und die restlichen vier Waffen müssen dann Farben da drunter sein. Also wenn wir bei Legendary stehen bleiben, dürfen wir nur eine Legendary haben. Und alles darunter darf dann halt episch, blau oder wie wir halt Bock haben sein. Aber ja, ich denke mal, der Modus sollte relativ simpel sein. Falls ihr es nicht verstanden habt, werdet ihr es jetzt noch verstehen im Game. Und ich würde sagen, wir labern nicht so lange drum herum. Wir fangen an und let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt in der Runde und ich würde sagen, wir labern nicht lang drum herum, Digga. Ich bin schon richtig gehypt. Seid ihr bereit, Jungs? Yeah. André ist schon ein bisschen gelangweilt, aber das werden wir jetzt noch sehen. Ich probiere jetzt auf jeden Fall nicht weit nach vorne zu gehen, weil ich brauche Legendary-Sachen. Aber gut, fangen wir mal an mit dem ersten. Ich habe noch nie und ich würde jetzt einfach sagen, ich starte mal. Ich habe noch nie bei Mörder vor Beginn der Runde in diesen Pott reingeguckt und die Mörderwaffe anvisiert. Hat gut funktioniert, Hä? Lukas? Hä? Ja, ihr habt doch alle schon mal! Bleibt nicht, Digga. Digga, Halsmaul, ja, okay, jeder warte, von wir euch. Alten, wenn wir die Alten nehmen, dann ja, komm. Alle, ohne Mann, Hund, ey, Digga. Was, mir 100%? Kann. Was laberst du? Spring jetzt. Du ja, meinst, okay, so ich wollte eigentlich ja. Also, ich hab wirklich noch nie reingeguckt. Digga, ihr kleiner 30er. Guck mal, wie die am Anfang lügen wollten, Leute. Ja, das ja, sieht man direkt wieder. Ganz einfach, egal, weiter geht's, André, ballast das nächste raus. Okay, seid ihr bereit, Digga? Ja. Ich hab noch nie bei YouTube ausgesetzt, seit 3 Monaten. Was? Ist zwar falsches Deutsch, aber egal, passiert. Du meinst in den letzten 3 Monaten? Ja, einen Tag ausgesetzt. Ja, ich wollte, ich hab noch nie sagen. Nein! Das Ding ist, Leute, wir machen ja alle Videos so ziemlich jeden Tag, aber Digga, jeder hat ausgesetzt. Als ob du nicht ausgesetzt hast, André. Digga, schon ein halbes Jahr nicht mehr. Mirkan, was ist mit dir? Mirkan, spring weiter. Digga, Daily Videos so. Mirkan kann eigentlich nach vorne gehen, Digga. Ich hab noch nie eine Person des gleichen Geschlechts geküsst. Doch, safe. Junge, hört doch mal auf, Junge! André gleich. Doch, safe. Safe, Digga, jeden Tag ein bisschen rummachen. Ey, ich bin einfach jetzt schon bei Lila. Ey, nerv mich doch nicht. Aber warte. Warte mal, wir sind alle ein bisschen. Warte mal, ich safe uns beide jetzt, okay? Ja, ich hab meinen Sohn geküsst. Ich hab noch nie deutsche Eltern gehabt. Ja! Hä? Wie als ob man seine Eltern wechseln könnte. Ihr seid so blöde, Junge. Ey, das ist unfair, sowas. Aber okay. 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 Passt. Jetzt dreh's um einfach. Ich bin wieder dran, ne? Ja. Okay. Ja. Ich hab noch nie nicht in Odomans Bett gefurzt. Also ich hab schon reingefurzt, deswegen bleib ich stehen. Hä, wenn du schon mal gemacht hast, musst du weitergehen, du Idiot. Nein, nein, nicht, nicht, nicht. Das. Ich hab noch nie, ach so, nicht in... Boah, ja, du musst ja auch nicht weiter. Oh. Du hast, ja, du hast, ach so, ja. Das Scheiße. Ist ja mein Bett. Egal, aber ich hab auch reingefurzt, mein Freund. Das hab ich dir noch nie hast gesagt, du aber... Du bist so ein 31. Junge, ich hab in deinem Bett gepennt. Ja, genug. Und ich hab ein paar Bohnen gegessen, aber gut, egal. Ja. Nicht nur einmal. Dann weiter geht's. Okay, ich hab noch nie... Wenn ich Dünnschiss hatte, in die Hose geschissen. Ey, Junge! Bei mir, okay, komm, ey, jeder erzählt seine Story dazu. Bei mir war das so, Leute, ich war, Junge, ich hatte Magen-Darm-Grippe, seinen Vater, und ich habe gekotzt. Und während ich gekotzt habe, kam es auch woanders raus, Bruder. Ich konnte nichts dafür, ich war krank, Junge.
Komm, lachen die so hässlich. Dann Odoman, hau raus. Was war bei dir? Digga, bei mir war es so in der Schule, ne? Oh mein Gott. Ja, pass auf, ich hatte mies Dünnschiss, Digga, aber so richtig klasse. Und das Ding ist, ich war früher so, oder ich bin immer noch so ein Mensch, ich bin ein Heimscheißer, ihr kennt's doch, Digga. Einfach Heimscheißer, Digga. Ja. Und ich sag zu meiner Lehrerin, ey, ich muss dringend nach Hause, mir geht's richtig schlecht. Ich muss kacken. Dies, das, ne? Ich renn nach Hause, ne, wirklich, ich renn, ich jogge, dies, das, Digga. Und auf einmal, bam! Hose, Digga. Du bist dann so eine Person, du bist doch ja trotzdem weitergegangen. Nein, weißt du, was ich dann gemacht habe? Was? Ich habe mir den nächstbesten Busch gesucht und geguckt, dass keiner da ist. Hab Unterhose ausgezogen, weggeworfen. Ich will es nicht hören, ist okay, ich hab's verstanden. Ah, Leute. André, bei dir? Ja, es war gar nicht so lange her. Ich hatte halt Magen-Darm, aber auch Husten. So ich hatte auch Schnupfen und Husten. In der Dusche? Ja. Nein, ich hatte... Nee. Also Darf ich predicten? Ja, erzähl. Du hast genießen, hast dich vollgeschissen. Ja. Oh mein Gott. Nicht vollgeschissen, aber so direkt so, oh fuck. Oh, das Stift hat gemalt. Da kommt was, Digga. Und bei dir? Ich hab schon öfter. Also... Einfach so. Ist mein Hobby, Digga. Ist mein Laufen Hobby. Lassen. Ich möchte nicht drüber reden. Wer ist dran? Alles klar, Digga. Dann ist Odoman wieder dran. Okay, Freunde. So, ich bin dran, ne? Ja. Ich hab noch nie... Nachdem ich aus einem Klo rausgekommen bin, meine Hände gewaschen. Also warte, ich hab noch nie meine Hände gewaschen, nachdem ich aus dem Klo bin. Ich schwöre, ich hab's immer gemacht, Digga. Ach komm, Digga. Ich schwöre, immer. Das Ding ist, als ob du in öffentlichen... Ey, hör zu, ich bin sogar so eine Person, Digga, wenn da keine Seife ist, ich mach trotzdem mit Wasser. Und wenn kein Wasser da ist, ich spuck mir in die Hände. Aber ich mach immer sauber. Doch, auf korrekt. Okay, ja. Ey, ohne Scheiß, ich hasse das. Ich kann nicht, wenn ich von Toilette gehe und mir nicht die Hände wasche. Geht nicht, Digga. Pass auf, ich hab noch nie einen guten Kollegen in der Kälte rausgeschickt, Iohawk fahren, weil ich mit meiner Freundin alleine Scheißiger. Sein wollte, bei Minusgrad rausschicken. So ein 30er. Das geht. Flieg. In der Kälte, ich hab gefroren. Ey, wir haben gesagt, nichts Persönliches, Junge. Hä? Dieses Format funktioniert nicht, ohne dass es persönlich. Okay, ist in Ordnung, ihr habt's verstanden, Digga. Ja, komm. Okay, gut. Ja, ich bin direkt wieder dran, ne? Ja, musst du nicht, ich hab noch einen. Pass auf, machen wir, warte mal, einen gegen mich, oder was? Leicht. Digga, jetzt. Wer weiß. Und zwar, boah, damit, Leute, boah. Ich hab noch nie auf einen Rat von der YVD gehört. Alle Jungs, tschick. Ja, was geht ab? Ja. Ey, MBK, aber ganz schnell, mein Freund. Alter, aber ganz schnell, Freundchen, Digga. Herr Birker kriegt gar nichts, Digga. Nein, Jungs, mach bitte nicht mehr auf mich. Ey, das ist schon gleich Ende. Achso, ich bin dran, ne? Oh no, ich will wenigstens bei Blau bleiben, Leute. Ja, du bist okay. Dran. Ich hab noch nie gestreamt oder ein Video aufgenommen in Unterhosen. Boah, ich hab mich zwar selber damit gejinxt, aber... Hä? Wer nimmt denn Unterhose auf? Sag mal. Digga, geiles T-Shirt und dann Unterhose an. Das ist voll entspannt. Im Sommer? Natürlich, habt ihr safe, Digga. Mach du bitte einfach weiter. Okay. Oh. Ich hatte noch nie mehr als 2 AMGs. Hä? Hatte ich noch nie? Oh mein Gott. Hä? Jetzt geht's Auto, ist kein AMG. Natürlich. Nein. Mein Auto ist kein AMG. Du hattest den C43 AMG, ja. C43 Coupé, ja. Du hattest den GTR. Ja, aber, nee. Ja, gleichzeitig, so war das ausgedrückt von dir. Ich hatte noch nie mehr als 2 AMGs. Nein, ja. So du insgesamt in der Vergangenheit. Du hattest mehr als 2 AMGs. Kannst du es nachweisen? Das ist nämlich hier die Frage. Deine Videos. Deine Videos. Ey, Mann, Junge. Guck mal, was geht alle auf mich? Jungs, wollen wir einmal alle nach vorne gehen? Mach jetzt. Ich war noch nie fett. Hä? Ich war noch nie fett, ich bin fett. Stimmt, also ich auch. Schon mal fett. Ey, also warst du auch schon mal fett? Nee. Sinn. Ich war schon immer fett. Ach ja, okay. Lukas muss aber nach vorne, weil er ist nicht mehr fett. Ich bin immer noch, ich bin wieder fett, Digga. Nee. Leute, eins in Chat. Spaß, ich bin echt wieder... Geh nach vorne, Junge. Also, wäre ich lieber fett geblieben. Hä? Ja, warte, ein Ding ist noch. Ich bin noch nicht am Ziel. Ja, komm, mach doch. Deswegen, aber wir haben alle schon übelste Kackwaffen, wollte ich nur mal anmerken. Und zwar das nächste. Ich habe noch nie einen Dreier gehabt. Tja. Niemand? Nee, leider nicht. Oh shit, Digga, ich auch nicht. Okay, dann geht's weiter, André.
Oh, okay, jetzt muss ich überlegen. Also wir machen, wie gesagt, jetzt so lange, bis der erste halt am Ziel ist, was wahrscheinlich ich sein werde. Grüße hier raus. Allein das Ziel, da kriegt man graue Waffen. Das ist eigentlich nicht gut, wenn man ins Ziel kommt, Leute. André, hast du was? Schwierig. Digga, lass mich. Okay, mach du raus. Ich hab noch nie in meinem ganzen Leben Popel gegessen. Oh, das ist schwierig als Kind. Digga, jetzt mal die Ekelhaft. Popel schmeckt. Weißt, dass die salzig sind. Bah, Junge. Ja, Digga, als Kind hab probiert. Nein, ich schwöre auf alles, Digga. Ich schwöre auf alles. Geh nach vorne. Ich schwöre auf. Ich hab noch keine Popel gegessen. Digga, natürlich hast du Popel gegessen. Nein, ich hab keine Popel gegessen. Digga, immer wenn wir uns sehen, Digga, ist immer Popel, Maul. Digga. Bah, Junge, ihr seid so ekelhaft, ne? Er schmeckt okay, nur mal, komm, Digga. Mir kein Hau raus. Ich hab noch nie meinen Finger in der Hose dran gehabt und hab dran gerochen. Safe, Digga. Wie in der Hose dran gehabt? Ja, einfach in der Hose, ob der jetzt am, ne, war's oder... Den Jogi Löw mal kurz gemacht, Digga, man kennt's. Den Jürgen blögen wir erstmal. Okay, ich würde sagen, ist scheißegal, wir haben, glaube ich, alle übelst grün. Warte, gibt's eigentlich noch grau? Wir haben alle grün. Nee, grau gibt's gar nicht. Ja, dann werden wir jetzt einen Finalkampf haben mit only grün und grauen Waffen. Let's go, Digga. Das wird auf jeden Fall ein Abenteuer, Leute, und ich würde sagen, wir gehen in die Arena und sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, wir sind jetzt in der Arena angekommen und jeder darf sich jetzt selber aussuchen, was für Waffen er nimmt. Wir dürfen halt leider nur eine grüne und der Rest grau. Und ich bin gerade ein bisschen am struggeln, was ich nehmen soll. Grün wird das hier, Leute. Boah, Leute, das ist schwer. Ich glaube, wir holen einmal die hier auf jeden Fall. Und wir holen auf jeden Fall... Oh, die holen wir auch noch mit. Mashallah, die holen wir auch noch mit. So, und eine letzte Waffe können wir noch. Dann würde ich sagen, holen wir die mit, Leute, oder? Oder warte, 24. Oh, tschüss, Digga, viel mehr. Holen wir, zack. Und nochmals für den Rest, Leute, wir werden jetzt gleich nur eine einzige Runde machen, also nicht Best of Three oder irgendwas mitbauen. Waffen haben wir am Start und dann geht's einfach los, Leute. Okay, Leute, jeder hat seine Waffen. Digga, wer baut sie denn schon ein? Oh, Mann. Oh, du 31er, Digga. Okay, seid ihr bereit? Jo. Ja. Dann geht's los in 3, 2, 1, let's go. Alles klar, ja. Ganz wichtig, ja, nur mit Holz bauen. Da hat jemand einen Raketenwerfer mit. Ja, jo. Ja, man konnte nehmen, was man will, Digga. Ja, beide haben Raketenwerfer. Einen. Du bist ein 31er. Rakete! Hallo. Odemann? Ja? Wo bist du? Ich bin weg, Digga. Hä? Warum liegt hier ein Raketenwerfer rum? Ja, danke, Bruder. Hä? Wer hat einen Raketenwerfer hingetroppt? Hä? Hä? Gar keinen Sinn. Hey, Jungs! Gib mal! Hallo, Odemann! Hallo, Odemann! Bombardiert ihn! Ich hab unendlich zum Bauen, ne? Also. Nein! Lukas? Was? Wo läufst du hin? Nirgendwo, Digga! Schwitz, Lukas ist! Er schwitzt richtig harte Rede nicht mal. Lukas! Wer will eine Dose ins Gesicht, Digga? Wer will ein paar Raketen? Nein! Hey Mann, das gibt's nicht! Ich hatte 5 AP, weil ich mit meinem eigenen Raketenwerfer mir ins Gesicht geschossen habe. Lukas, guck mir zu! Ey, das gibt's nicht. Ja, ich muss MBK leider zugucken, Digga. Er hat 25 AP. Oh no! Digga, du wärst ja so One-Shot gewesen, oder? Ja, ja klar, aber du warst schlecht. Alter, Was geht jetzt? Wer ist jetzt Deathmatch, oder was? Ja, Odemann, ich guck jetzt dem scheiß Hotdog zu. Okay. Nice, ja, Mann, fast ja, Mann! Oh mein Gott, ist das knapp! Bitte kriegst du einen Headshot, bitte. Wo ist der? Ey, Mann! Moin. Oh. Oh, da werden die 90s aber geflext, ja.
oder auch nicht. Nice. Das ist die beste. Oh, das war gut. Das nach oben bauen war krass. Nice. Die ist es. Ey, du triffst fast. No. Und tschüss. Ey, Jungs, was? Hallo. Ja? Was seid ihr für Pussys? Ja, ich nicht. Ja, Odoman aber. Boah, hättest du den jetzt gehittet? Digga, ich hab geweint. Wir weiter mit Dosen, Digga. Ja! Hör doch auf! Ey, Mann, Odoman! Oh nein! Mit der Dose weggerackt, Digga. Mit einer Dose? Ja. Alter, Odoman, das war Karma. Digga, der hat dich mit deinen eigenen Waffen der Dose wieder aufgeholt und dir gegen den Kopf geworfen. Digga, ciao Leben. Oh mein Gott, was... Ey, wir hatten aber auch die übertriebensten Kackwaffen. Muss man einfach dazu sagen, Leute. Aber ja, somit steht ein Gewinner fest, Leute. André hat die Runde gewonnen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Schaut gerne bei den Jungs vorbei, Leute. Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, haut da rein, Leute. Ciao.